Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video für Railroads Online. Heute kam ein neuer Patch raus und ja, da dachte ich mir, da lohnt es sich jetzt ein Update-Video zu machen, denn es hat sich ein bisschen was getan. Und das erste, was ich getan habe, das seht ihr hier schon, die Class 70. Das hat ein neues Modell gekriegt, ist jetzt überarbeitet worden, sieht schöner aus. Und schauen wir mal da kurz rein. Hier drin haben wir jetzt einen Grünstich. Sieht nur spacig aus. Wirklich schönes Modell. Sound ist noch der gleiche. Ich zeig's euch gerade mal. Wenn wir noch mal ein kleines Stück hier fahren. Also es steht auch nichts im Changelog zum Sound. Also von daher dürfte es der gleiche sein. Ich höre da keinen Unterschied raus. Aber wirklich schön. Ja, und dann sind natürlich einige Güterwagen angepasst worden. Und zwar einerseits hier, die Boxcar. Sieht jetzt anders aus. Wir haben auch hier eine leicht andere Animation. Na komm, geh auf. Geh auf. Sogar mit dem Stift hier, der ist gerade beladen. Sieht wirklich cool aus. Und auch die anderen Wagen haben sich angepasst. Die habe ich alle mal hier hinten einmal gekauft. Komplettes Refurbishment. Auch hier der Kohlewagen. Hier mit dem Platz jetzt hier. Sieht schick aus. Auch hier der Mannschaftswagen. Ist jetzt neu. Wir gehen mal hier rein. Machen wir die Tür auf. Da die Details. Und hier sitzt da zum Beispiel, wir haben jetzt einen neuen Ofen. Da haben wir jetzt auch eine Teekanne. Könnten wir uns noch Tee machen. Sonst kleinere Details hier am Holz. Aber grundsätzlich von der Funktion her genau gleich. Aber man kann die nicht mehr einfeuern. Ich habe schon probiert. Das geht nicht. So, den haben wir schon auf Tankwagen, nicht auf Tankwagen, auf Fotos gesehen. Unseren Tankwagen historisch korrekt, wurde mir gesagt. Schade, dass hier hinten nichts drauf ist. Vielleicht kommt es noch, wenn er beladen ist, denn der ist jetzt nicht beladen. Von der Animation her, muss man schauen, ob ich den Deckel hier aufkriege. Vielleicht hier von der anderen Seite. Ich weiß, dass man hier was machen kann. Okay. Ah, jetzt. Hier. Sieht man aber nicht sehr viel. Auch hier. Der Blankwagen. Alles neu. Also das Grundgerüst ist bei den meisten irgendwie das gleiche. Oder der Aufbau dann halt ein bisschen anders. Auch der tut sich dann wieder durchbiegen, wenn hier die Stämme drauf sind. Aber habe ich jetzt mal nur zu der Dimension nicht beladen. Was passieren kann, wenn ihr auf der Beta-Branch seid, dass es nicht so aussieht wie hier. Es ist tatsächlich so, dass die neuen Wagen länger sind und wenn ihr dann frisch das Update startet, werden alle Wagen ein bisschen anders ausgucken. Und ich zeige euch, was ich da jetzt damit meine. Wir werden mal hier die Strecke entlang gehen. Ah, stimmt, wieder auf der alten Strecke hier unterwegs zu sein. Ups. Es könnte sein, dass es dann eher so aussieht. Eben. Das steht auch im Changelog drin. Die Wagen sind größer und die Wagen können dann sowas machen, wenn man hier den Spielstand lad. Und ja, das ist bei mir jetzt überall auf der Karte so. Da darf ich jetzt mal aufräumen. Das sieht aus, als wäre hier ein mega Unfall passiert. Oje, oje. Ja, was ist noch neu? Das Wichtigste eigentlich. Hier beim neuen Splines Update. Die Sachen werden jetzt endlich gespeichert. Also ihr könnt es jetzt bauen und speichern und das Ganze wieder laden. Und was beim letzten Patch gekommen ist, hier das Baumenü, das bleibt offen, wenn man baut. Also wenn ich das jetzt hier so platziere, und ich fahre jetzt hier so weiter, dann kann ich gerade wieder direkt weiterbauen. Das ist mega praktisch. Ah, da muss man nicht jedes Mal ins Menü reingehen. Und ich stecke schon wieder fest. Habe ich wieder gut gemacht. Und ja, ich werde auf alle Fälle jetzt mal anfangen zu bauen, nachdem man jetzt hier speichern kann. Das hat man ja vorher nicht gekonnt. Ein Nachteil hat es, man kann halt auf dem neuen Spline-System nach wie vor nur mit der Betsy fahren. Und die Betsy habe ich mir da noch gar nicht im Detail angeschaut. Wir wollen mal gucken, ob sich da irgendwie was verändert hat. Boah, ist das schnell hier mit dem neuen Beta. Wo ist sie denn? Da hinten ist sie. Und die sieht interessant aus. Okay, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich glaube, das soll nicht so sein. Und sie ist ja auch hier drin. Sieht noch genau so aus, wie ich es noch kenne. Nur das ist jetzt neu. Naja.
Also, so viel zu den Update. Schaut euch mal rein. Also vor allem die Wagen sind halt wirklich schön geworden. Gefällt mir. Was sagt ihr zu dem Update? Werdet ihr jetzt losbauen mit dem neuen Spline-System? Ab in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da. Wir sehen uns zum nächsten Mal hier bei Railroads Online.